Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie man einen Autoreifen flickt. Bei mir steckt hier eine Schraube drin und wie man sieht, es blubbert ein wenig, da kommt die Luft raus. Deswegen ist der Reifen immer platt. Ich habe für 14 Euro dieses Set hier gekauft. Das ist einmal zum Aufrauen des Reifens, dann zum Flicken einbringen, ein ganzer Haufen Gummiflicken, Gummilösung und Montagepaste für den Reifen, falls man den Reifen abzieht. Wir lassen den Reifen aber dran, deswegen brauchen wir die nicht. Hier ist die Schraube. Ich habe die Luft abgelassen und zuerst nehme ich diese Feile hier, steche damit ins Schraubenloch. Dann beschmiere ich das mit dieser Gummilösung. Und gehe nochmal in den Reifen. Und als letztes führe ich einen dieser Gummiflicken durch dieses Loch hier. Und steche das Ganze in das Loch. Bis das Ganze hier drin steckt und dann das Stück schnell rausziehen. Der Flicken bleibt drin und rutscht durch diese Öffnung hier aus der Öse. Als letztes muss man jetzt nur noch mit dem Messer, das auch dabei war, die Überreste abschneiden und das Loch ist geflickt. Der Flicken ging bei mir relativ zäh rein, aber wenn er dann drin ist, zieht man das Werkzeug direkt wieder raus und dann innerhalb kürzester Zeit ist es fest vulkanisiert. Jetzt muss man nur noch schauen, dass sich da keine Blasen mehr bilden oder so und man darf auch nur flicken, wenn man nicht mit dem leeren Reifen schon gefahren ist, weil man sich dann die Flanke kaputt macht. Genau, jetzt einfach in den nächsten Tagen mal schauen, ob sich irgendwo Blasen bilden. Und wenn nicht, dann ist der Reifen gut und schauen, ob er Luft verliert. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.